Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Wir sind hier in München und ich habe einen Helden neben mir sitzen. Den habe ich entdeckt. Also ich habe dich entdeckt. Du hast mich entdeckt. Du machst mich zum Star. Na, das hat jemand anders schon übernommen. Aber Sebastian wohnt in München, ist ehemaliger Fußballprofi, hat beim FC Chelsea gespielt und auch José Mourinho und macht ganz, ganz viel richtig geile Sachen. Und was genau wird er euch gleich erzählen? Herzlich willkommen im Heldenzeit-Podcast, Sebastian. Schön, dass du da bist. Hallo. Dank. Erzähl mal, Also du bist Fußballprofi gewesen, wie kamst du zum einen dazu und was machst du heute? Du kennst ja so ein bisschen schon meine Geschichte, deswegen schaue ich da rein. Also Sebastian Kneißl, 35, bin stolzer Papa einer 4-jährigen Tochter. Ihr seht ja noch die Überreste vom Geburtstag, die Luftballons, die noch hier hängen. Genau. Ehemaliger Fußballprofi. Ich habe aber schon relativ früh mit Fußball angefangen. Ich komme aus einer Fußballerfamilie und da war das eigentlich klar, was ich machen wollte. Und Mama hat mir das schon sehr früh mitgegeben. Ja, ich weiß, es gibt nur einen Beruf, den du machen willst, aber es gibt auch noch Schule und bitte mach die ordentlich fertig. Und das habe ich dann auch gemacht. Bin mit 17 damals dann nach England, eben für Chelsea, dann einen Vertrag unterschrieben, 5 Jahre. Durfte dann ein bisschen was erleben. Namen hast du auch schon genannt, unter anderem José Mourinho. Und war dann noch in Schottland in der ersten Liga, war in Belgien in der ersten Liga, habe in Deutschland in der zweiten Liga noch gespielt. Und dann relativ früh, jetzt muss ich auch gerade überlegen, ich glaube 24 war ich, habe ich dann aufgehört Fußball zu spielen, als Profi, weil mir das System nicht mehr gepasst hat. Mhm. Ja, das System für den Spieler und dass du diesen Sport, den ich geliebt habe, wurde jetzt zum Beruf. Und oft sagt man immer, das ist doch das Schönste, wenn du das Hobby zum Beruf machen kannst, ist ein dünnes Eis, sondern man muss sich da wirklich immer ständig hinterfragen. Und das habe ich dann auch gemacht und habe sehr früh die Reißleine gezogen. War eine spannende Zeit, habe dann noch einen Abstecher in die, wie meine Eltern sagen würden, in einen seriösen Job gemacht. Die Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann, war Abteilungsleiter dann für eine große Möbelfirma für Qualitätsmanagement. Und aber auch da ist mir immer klar, nee, der Weg muss wieder zurück zum Fußball. Und jetzt sind wir hier in München und ich bin Deutschlands Fußballkompetenztrainer. Ich arbeite mit jungen Spielern hauptsächlich daran, ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe, die gebe ich eben weiter. Und arbeite daran, was brauchst du noch an Kompetenzen, außer das, was du auf dem Platz machst. Weil deine Leistung bzw. deine Karriere wird von anderen Faktoren natürlich noch beeinflusst. Hauptsächlich da oben drin. Ja. Und ja, zusätzlich darf ich das Ganze noch als Experte für Spiele im Internet. The Zone ist der, genau. The Zone ist der Anbieter. Eine coole Plattform, weil einfach, ich meine, Wissen mitgeben darf, zu spielen, die richtig Bock machen. Ja. Mhm. Und das ist der Part, der mir richtig viel Spaß macht. Ja, sehr geil. Vielen Dank für einmal kurz so den Lebenslauf, wie du, also was du gemacht hast. Was mich jetzt interessiert, wenn wir nochmal ganz am Anfang gehen, wie ging es dir denn damals, als du mit 17 nach England gegangen bist? Ich kann mir vorstellen, das war jetzt auch keine einfache Situation. Tatsächlich war es. War es? Okay. Es war es. Mhm. Mich dann auch mit meiner Mutter oft unterhalten und keine Frage, in dem Moment, an dem Tag, ich weiß es noch, es war der 1. Juli, eben 2000, dann ging sie eben rüber. Es haben alle geweint. Ja. So. Und Heimweh, auch das ist klar, die ersten paar Wochen. Trotz allem haben wir beide gespürt, und ich nehme jetzt mal nur wir beide, meine Mutter und ich, obwohl Papa natürlich auch einen großen Anteil an der ganzen Sache hat. Auch mein Bruder, meine Oma, die noch mit dabei war, wir wohnen ja alle zusammen in einem schönen Haus in Hessen. Und es war klar,
ich muss den Schritt machen. Mhm. Ich will den Schritt machen. Ich bin frei. Mhm. Und das war ein schönes Gefühl, weil du eben weißt, ich kann gehen. Ich habe immer wieder die Sicherheit, ich kann zurückkommen. Es ist alles da. Ja. Ich darf es probieren. Und es ist kein Druck dahinter, hinter dem Ganzen. Und Mama hat auch gesagt, aus irgendeinem Grund warst du mit 17 schon so reif, dass ich sagen kann, ich lass dich gehen. Ja. Ja? Und das aus dem Mund der Mama zu hören, dass sie so früh, das war ja damals dann schon sehr früh für einen Fußballer, das Kind aufgibt und zu sagt, ja, geh freiwillig, ich lass dich gehen, war eine tolle Situation und hat mir natürlich auch enorm geholfen, dann die Zeit, Anfangszeit auch zu überstehen. Also wie gesagt, ich will das gar nicht leugnen, da gab es auch Heimweh. Ich glaube, alles andere wäre auch komisch. Aber ich glaube, wenn du so einen Drang in dir hast, das unbedingt machen zu wollen und dass du es als Riesenchance siehst, dann ist es auch nicht so schlimm, weil ich meine, letztendlich haben wir ja da auch immer ein bisschen Ablenkung, weil ihr trainiert wahrscheinlich oder habt wahrscheinlich zweimal am Tag trainiert oder mindestens einmal. Einmal. Ja, keine Ahnung, meine trainieren echt voll oft. Ja. Oder noch extra Athletiktraining oder was man nicht noch so alles hat zusätzlich. Und du bist ja da auch in einem, sag ich mal, sicheren Umfeld. Ja. Hast ja einen sicheren Rahmen da für dich gehabt. Dann bist du ja nach Chelsea gegangen. Wie war denn der Sprung für dich nachher? Also zum einen hast du ja eben das schon richtig gesagt, du musst dir eben der Sache sicher sein, beziehungsweise ein gutes Gefühl eben dabei haben. Und das ist eine Message, die mir ganz wichtig ist, ist, so viele Faktoren uns immer im Kopf rumgehen. Es gibt auch noch das Bauchgefühl, es gibt die Intuition. Und mach's einfach. Ich mittlerweile, das, was mir mein Bauch sagt, ja, nein, ich versuche wirklich in mich reinzuhören. Das sind ja jetzt, kommen wir dann noch auf verschiedene Aspekte durch Meditation und Achtsamkeit und die vielen verschiedenen Themen, die du ja auch in deinem Podcast schon mit einbaust und mit ansprichst. Das ist enorm wichtig. Ja. Und ich komme aus dem Mannschaftssport, ich bin ein Teamplayer. Trotz allem ist es wichtig, dass jeder einzelne Player im Team seine Stärken mit einbringen kann, erstmal sich wohlfühlt im Team. Und es geht immer nur, es ist ganz klar meine Devise, es geht immer nur um 1:1. Mhm. Ja? Egal, ob es eine Mannschaft ist oder es ist ein Einzelsport oder auch in der freien Wirtschaft, wenn du eine Teams führen musst. Du führst ein Team, ja, du musst aber immer den Einzelnen ansprechen. Du musst immer eine spezielle Message nochmal an den Einzelnen haben, dass er die Wertschätzung bekommt, dass er merkt, er ist Teil des Teams. Und das ist mir enorm wichtig, das habe ich früh gemerkt. Und deswegen habe ich ja dann auch früh aufgehört, weil das genau mein Punkt eben war. Und das habe ich unter anderem eben bei Chelsea auch gelernt. Ja, du kommst eben aus einem kleinen Dorf in Hessen, spielst dann in der Jugend bei der Eintracht in Frankfurt ein bisschen, das ist alles schon auch professioneller, ja. So, und dann kommst du aber zu einem Premier League Verein. Ja. Und die handhaben das nochmal so ein bisschen anders. Also du musst selbst, als ich habe mit 17 einen Profivertrag gehabt, ich habe sehr viel mehr Geld verdient als mein Papa. Mhm. Ja. Auch das, da gab es Spannungen. Ja. Ja. Da gab es auch unschöne Szenen. Mhm. Auch da lernst du wieder draus. Ja. Wir haben im Vorgespräch ja eben gehabt, negative Erlebnisse, ja, tun weh, in dem Moment echt doof, ja. Aber man lernt eben draus und das war eben waren so viele verschiedene kleine Punkte, die du dann eben mitnimmst, dass du draus lernst und merkst, aber es ist immer wichtig, welche Message bekommst du vom Verein, vom Trainer, von den Mitspielern. Wie fühlst du dich dabei? Wenn du das, wenn das, ich will nicht sagen positiv ist, aber wenn es in eine Richtung geht, dass du es verstehst und es sachlich ist und dich, wenn es die intrinsische Motivation auch wieder triggert, dann ist es richtig. Mhm. So, und das ist genau das, was noch sehr. Da gibt es noch sehr viele Strukturen und alte Verhaltensmuster im Sport, gerade im Fußball. Und die versuche ich gerne auch aufzubrechen. Das geht aber, wie gesagt, nur im 1:1 mit Spielern. Und die dürfen gerne auch die Message weitertragen. Also das, was ich mache, ist kein Geheimnis. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Was ist denn der Hauptunterschied? Ich meine, jetzt hast du das ja persönlich erlebt. Was ist der Hauptunterschied von England Fußball zu Deutschland? Gibt es da einen Unterschied oder ist eigentlich same? Also ich vergleiche mal zu der Zeit, als ich dann eben rüber bin. In Deutschland ist es schon so, wir haben damals schon sehr viel
obwohl ich nur in der U19 noch in Frankfurt gespielt habe, haben wir schon sehr viel hinterhergetragen bekommen. Mhm. Ja, also es wurden die Schuhe gemacht und die Bälle wurden getragen und. Warum? Mhm. Ja, es ist nach wie vor, du bist jung, also du musst noch sehr viel lernen. Ja. Und in jedem anderen Beruf ist es auch so, du musst deine Lehre machen, du musst das Studium machen, du musst dann erstmal auch Erfahrungen sammeln. Und in England kommst du rüber, hast einen Profivertrag, verdienst sehr viel Geld, du musst Schuhe putzen, musst die Toiletten putzen von den Spielern der ersten Mannschaft. Mhm. Und du denkst dir, hang on, ich bin ein Profi. Mhm. Und sofort wirst du wieder runtergeholt. Und es ist wichtig, auch das ist ein Punkt, wenn du in einem Unternehmen bist, verstehst du das komplette System. Mhm. Ja, hast du überall mal mitgeholfen? Ich sage nicht, dass du jetzt in jeder Abteilung 10 Jahre verbringen musst, um dann auch sagen zu können, jetzt habe ich mir das erarbeitet, aber hast du eine Idee davon? Mhm. Und das war mir ganz wichtig, als ich eben meine Lehre angefangen habe, als großen Außenhandelskaufmann. Der erste Weg ging ins Lager, weil ich wissen wollte, wie arbeiten die Jungs? Wenn ich die Prozesse nicht verstehe, kann ich sie im Büro nicht umsetzen. Das geht gar nicht. Dann ist es falsch für meine Planung. Ja. Und das habe ich auch vom Fußball gelernt. Ich muss alles verstehen. Ich muss verstehen, wie das Team hinter der Mannschaft eben arbeitet, damit ich dann Leistung bringen kann. Es geht nur miteinander. Ja, das ist ja auch total clever, weil es gibt ja auch viele Geschäftsführer, die keine Ahnung haben, was an der Basis passiert und deshalb auch ihr Unternehmen und ihre Leute nicht gut führen können. Jetzt hast du vorhin einen wichtigen Punkt, einen interessanten Punkt gesagt. Du hast gesagt, ich bin aus diesem System Fußball raus. Ja. Was hat dich gestört? Du bist eine Nummer. Mhm. Ja, und genau der Punkt, gebe ich ganz ehrlich zu, der tut mir heute noch weh, wenn ich das so sage, weil es triggert wieder genau die Emotionen von damals. Mhm. Und ich bin froh und auch stolz, dass ich den Sprung eben, den Mut hatte, eben wegzugehen von diesem System, ohne Ausbildung, ohne irgendwas. Ich war dann erstmal für ein Jahr Streetworker in London, habe Straßenkinder trainiert und das war dann schon eine komische Situation. Ja. Es ist natürlich wichtig, dass du zum einen immer wieder daraus lernst, klar, logisch, dass du das eben mitnimmst. Aber du merkst, es fällt mir jetzt schon schwerer, drüber zu reden, weil es genau das wieder triggert. Mhm. Ganz ehrlich, geh auf die nächste Frage, weil das darf auch gerne jeder mitbekommen. Mhm. Das ist kein Problem, weil es eine Sache ist, die mir schon ans Herz geht. Ja. Ja. Also ich verstehe das und ich gehe auch gleich wieder weg davon. Ich möchte alles nur gut, sagen, das ist das, was mich im Sport auch ganz extrem stört. Du bist natürlich, also gibt es ja in der Wirtschaft auch, komplett austauschbar. Ja. Und es geht halt nicht um den Menschen. Und das ist halt für unsere komplette Gesellschaft, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu verstehen. Egal, wo ihr arbeitet, in welchem Sportverein ihr seid, bringt euer Herz damit rein. Gerade wenn ihr Verantwortung habt für Spieler, für Mitarbeiter, dass die sich eben nicht fühlen wie eine Nummer. Weil genau so ist es. Und das ist schon echt ein harter Punkt, wo wir aber, glaube ich, also zumindest ging es mir damals so, ähnliche Geschichte, nicht ganz so hochklassig, aber wo du einfach merkst, austauschbar und es juckt auch keinen mehr. Und das ist im Unternehmen genauso, egal wie viel du geleistet hast, irgendwann wirst du gehen und keine Sau interessiert sich mehr für dich. Das ist einfach momentan so oder in ganz, ganz vielen Unternehmen so. Und die Frage ist, wie willst du mit deinen Mitarbeitern umgehen und wie willst du sein? Und ich glaube, das bringt uns dann auch wieder an den Punkt Thema Selbstwert. Da geht es natürlich los, weil das natürlich extrem angekratzt wird in so einer Situation. Und dann eine Entscheidung zu treffen, so wie du es gemacht hast, deshalb ziehe ich da meinen Hut vor, da rauszugehen und zu sagen, nee, ich kann dieses System nicht mitgehen. Und als Spieler. Als Spieler, ne? Ja. Genau. Und das ist eben genau der Punkt, dass du das als Nummer, ich habe das Spiel geliebt und als Spieler und ich wollte immer mehr, klar, als junger Kerl träumst du da natürlich von, Profi zu werden. Und wichtig ist, dass du die Kompetenz besitzt, zu wissen, was kann passieren. Mhm. Ich finde schon, man sollte sich natürlich das Ziel vorstellen, das ist ganz wichtig, das gibt dir die Motivation, es gibt dir auch diese Energie, um eben weiterzumachen. Trotz allem gibt es auch immer wieder Rückschläge. Ja, und damit muss man sich auseinandersetzen. Und ich war mit dem Punkt, dass ich als Nummer in der Spielerrolle konfrontiert werde,
das hat mich gewurmt. Mhm. Ja, weil ich so viele tolle Momente als Kind damit verbinde. Mhm. Als Trainer, jetzt, ist es mir egal, jetzt kann ich besser darüber reden, mhm. weil ich bin jetzt in einer anderen Rolle. Ja. Und ich habe mich damit abgefunden, dass es Teil des Fußballs ist. Ja. Und das ist kein Problem. Ich habe auch hier wieder meine Rolle gefunden. Ich gehe als Individualtrainer rein. Mhm. Ich versuche mehr im 1:1 zu machen. Ich trainiere auch eine Mannschaft. Und mir ist auch vollkommen bewusst, wenn die Ergebnisse nicht kommen, wie es im Fußball auch ist, der Erste, der daran glauben muss, ist der Trainer. Mhm. Das ist kein Problem. Ja? Aber als Spieler, habt ihr ja alle gerade gemerkt, ja. da fällt es mir dann schon schwieriger, weil ich andere Verbindungen dazu habe. Ja. Genau. Ich finde auch das Schöne, dass du sagst, ich möchte im 1:1 mit denen arbeiten, weil es viel tiefer geht. Genau. Also du kannst ja viel individueller auf die Leute eingehen und die meisten machen ja so dieses Gießkannenprinzip. Ich gieße Motivation so ein bisschen in die Mannschaft und hoffe, dass es dann funktioniert. Ja. Und das Geile ist ja eigentlich dein Ansatz, ich mache jeden Einzelnen besser, ja. Und vor allem sicherer, weil ganz oft ist es ja einfach nur ein Selbstvertrauensthema. Die Fähigkeit ist ja oft da, der Unterschied ist nachher das Selbstvertrauen. Würdest du es unterschreiben? Ja, das Selbstvertrauen, woher kommt denn das Selbstvertrauen? Und mein Credo ist tatsächlich durch das Wissen, durch die Kompetenz, die ich besitze, dass ich weiß, ein Punkt bei mir ist, dass du eben die Unterscheidung der tatsächlichen Kompetenz hast, also diese Fachkompetenz, das, und das, was wahrgenommen wird. Und wenn du damit schon auch ein bisschen spielen kannst, dann ist es, dann hast du automatisch eine gewisse Sicherheit in dir, dass dir wieder dieses Selbstvertrauen gibt, in eine Situation zu gehen, in der du vorher vielleicht ein bisschen Bammel hattest. Ja. Und es ist erstmal dieses Wissen aufsaugen, dann es auch ausprobieren, ja, es gecoacht zu bekommen, einen Mentor zu haben, der mit dir diese Situation durchspielt. Und dann gehst du schon ein bisschen relaxter in die Situation. Auch wenn es vielleicht nicht 100% klappt, aber es ist gar nicht so schlimm, wenn man es sich vorher vorgestellt hat. Ja. Ja, und das gibt dir Selbstvertrauen und dann kommt es. Aber es geht immer nur im 1:1. Mhm. Und ich finde das auch unfassbar wertvoll, was es dir zurückgibt. Also jeder Coach da draußen, ihr wisst es alle, aus den Gesprächen, du lernst immer wieder, du nimmst neue Infos mit und ich schreibe alles danach auf, wir hatten sehr wieder das Thema der Nachbereitung. Mhm. Du lernst immer wieder und es ist, du meinst auch hier, jetzt ich komme ein bisschen mehr in Körpersprache, ja, das sind ja alles die Themen, die kennt ihr alle. Wenn dich was triggert, wenn dich was begeistert, wenn dich was interessiert, dann bist du ja mit dabei und genau so ist es eben dieses Verstehen der anderen Person. Ich muss wissen, wo die andere Person ist. Ja. Ich kann nicht einfach sagen, nimm mein Tempo auf, sondern ich muss dein Tempo aufnehmen und dann gehe ich mit dir mit. Ja. Ja, das funktioniert immer nur beim Gegenspieler, da musst du schneller sein als er. Ja? Das ist, aber ich habe keine Gegenspieler. Ja, ich möchte mit euch allen mitspielen. Ja? Das ist, weil ich glaube, wenn man ein ganz großes Team eben hat, dann macht es richtig Spaß, wenn sich jeder entsprechend entfalten kann, seinen Stärken entsprechend, also das, was er gut kann. Wenn er das mit einbringt und merkt, dass er Teil des Großen ist, kriege ich Gänsehaut. Das ist geil. Ja. Sehr, sehr cool. Jetzt sind wir ja hier auch im Heldenzeit-Podcast. Ja. Waren Profifußballer früher für dich Helden? Wer war für dich ein Held? Also vielleicht früher und heute. Also klar, wenn du ein junger Kicker eben bist, 10, 12 Jahre, da hast du so deine Idole, die du im Fernsehen gerne anschaust. Wenn du warst damals Jürgen Klinsmann, der Schwabe. Ja, kann ich nachvollziehen. Habe ich mir extra ausgesucht jetzt für den Podcast. Die hast schon Gläser, hallo, ich hab's verstanden, neu. Klar, er war sehr präsent, muss auch sagen, mein Papa, ne, klar. Aber, und das ist der Punkt, ich versuche immer wieder aus den Situationen, aus den Gesprächen, immer wieder was mitzunehmen. Und ein Sprichwort, das ist ein Tipp, den mir ein Profitrainer gegeben hat, gesagt, die besten Trainer sind die besten Diebe. Dass du immer wieder das Beste von den Menschen klaust, es mitnimmst, das, was für dich auch wichtig ist. Und du kannst nicht immer alles neu erfinden, es geht gar nicht. Ja, brauchst du auch nicht. Brauchst du nicht. Unclever. Genau. So, und wenn es andere ja gemacht haben und du dadurch vielleicht das Ganze noch ein bisschen
am Regler drehen kannst und optimierst es auch noch für deine Werte, die du vertrittst. Ja, dann ist es ein großes Thema und dann Werte ist auch nochmal so ein gesondertes Thema im Fußball. Ja. Genau. Und dann finde ich, ist das eine tolle Sache. Und so habe ich es eigentlich schon die letzten Jahre immer wieder gemacht. Ich bin an allen interessiert. Die könnt alle mit mir in Kontakt treten. Ja, ich lerne von euch allen. Das ist echt toll. Wie können die Leute denn mit dir in Kontakt treten? Über Instagram hauptsächlich, oder? Genau, hauptsächlich über Instagram. Okay, machen wir auf jeden Fall unten in die Shownotes. Schreibt dem Sebastian gerne mal. Sehr gerne. Witzig, 3 Sekunden bevor du das Wertethema ausgesprochen hast, habe ich gedacht, mich interessieren jetzt eigentlich deine Werte. Deshalb musste ich gerade so schmunzeln. Wofür stehst du? Wofür stehe ich? Ich stehe für Klarheit, für klare Aussprachen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Gerade wenn du im 1:1 bist und du möchtest, dass jemand weiterkommt, geht es nur mit klaren Aussagen, mit einer klaren Verhaltensweise, mit einer offenen Verhaltensweise. Es ist eine Sache, die diese Respektzahl, also für mich ist das der Wert Respekt, ist einer der größten Werte generell, Respekt der anderen Person gegenüber, Respekt der eigenen Person erstmal. Ja, also wenn ich jetzt mir keinen Respekt schenke, kann ich keinem anderen den Respekt schenken. Und übertragen auf die Arbeit, natürlich Respekt vor der Arbeit. Ja, dass du sagst, was ist meine Rolle? Ja. Und ein großer Punkt, könnt ihr auch gerne alle mal zu Hause eben machen. Ich habe da echt sehr, sehr lange dran gesessen. Ich habe mich eben gefragt, was ist denn meine Rolle? Wie viele Rollen habe ich denn in meinem Leben? Ja? Und machen wir mal eine Gegenfrage. Was glaubst du denn, wie viele Rollen hast du in deinem aktuellen? Wie viele Rollen? Also ich bin ja Freund von Authentizität und Masken runter. Ja. Deshalb sage ich immer, optimalerweise habe ich genau eine Rolle. Okay. Nämlich ich selber. Ja. Die Frage ist natürlich, also als ich zum Beispiel noch angestellt war, hatte ich gesagt, da hatte ich viele Rollen, verschiedene Identitäten, beziehungsweise, da war ich im Prinzip, keine Ahnung, der Teamleiter von dem, der Handballspieler dort. Das sind ja im Prinzip, wie du sagst, Rollen. Ich finde halt immer das Geilste, wenn das fällt, und du in jedem Bereich einfach sein kannst, wer du bist. Siehst du, und genau das ist der Punkt, warum ich das absolut liebe, aus dem Gespräch eben heraus. Viele stimmen dir zu, ich sage, ja, ich gehe einen anderen Weg. Ja, und ich sage eben, ich kann mich nicht immer so verhalten, wie ich bin. Ich bin als Papa, beispielsweise, habe ich die Rolle Papa zu meiner Tochter. Wie verhalte ich mich da? Ich bin aber auch gleichzeitig Papa in der Verbindung zu meiner Partnerin. Ja, da verhalte ich mich ja auch schon, da habe ich andere Rechte und ich habe andere Pflichten. Und, so. Und wenn mir die erstmal bewusst werden, dann habe ich eine andere Verhaltensweise. Dann weiß ich, jetzt, okay, das ist dann, da habe ich diese Pflicht, das muss ich machen. Gegenüber meiner Tochter, gegenüber, oder wenn ich sie in den Kindergarten bringe. Ja, das sind alles so Punkte, das sind kleine Rollen, die du anhand deiner Werte authentisch natürlich rüberbringen musst. Ja. Und ich glaube, die Kombination ist dann eben wichtig. Und bei mir waren es tatsächlich, ich glaube, über 40 Rollen. Ja. Und wenn du die dann mal füllen musst mit Recht und Pflichten. Ja, das klingt also anstrengend. Da waren sehr viel auf dem Flipchart. Da waren sehr viele Blöcke vollgeschrieben. Ja. Ja. Und es gibt mir einfach eine gewisse Sicherheit, weil ich weiß, in welcher Situation befinde ich mich. Manche Menschen brauchen das, sie brauchen eine gewisse Sicherheit und zu wissen, ich befinde mich gerade hier an diesem Standort und kann so und so reagieren. Und andere sagen, es ist mir vollkommen wurscht, ich mach einfach. Ja? So wie du anscheinend. Genau. Ich glaube, also den Punkt, den du gerade angesprochen hast mit den Werten, ich glaube, das ist der Schlüssel da dafür. Ich glaube, es ist nicht, habe ich eine Rolle und bin ich komplett in Anführungszeichen bei mir. Du, ist ja auch eine Frage, wie ich die Rollen definiere. Ja, und so wie du jetzt gerade zum Beispiel die Rollen definiert hast, ist für mich komplett eins. Ja. Also weißt du, was ich meine? Ja. Das gibt, wie du gesagt hast, nur Sicherheit. Es muss halt konform sein mit meinen Werten. Richtig. Und ich glaube, immer wenn du konform bist mit deinen Werten, dann passt es auch. Und das ist ja auch wieder sowas, wo
du wahrscheinlich stark auf dein Bauchgefühl hörst, passt es jetzt zu dem, wie ich wirklich bin und wie meine Werte sind, und dann ist ja alles cool. Genau. Und vor allen Dingen, deswegen habe ich das Wort Klarheit genannt. Mhm. Bin ich überhaupt, habe ich die Klarheit für mich? Mhm. Ja, das ist ganz wichtig, weil wenn ich jetzt rausgehauen hätte, Loyalität oder Ehrlichkeit und sowas, dann ist das gelogen. Mhm. Ganz klar. Ich komme, wenn du in einem Bereich bist, je höher du kommst, desto enger wird's und du musst die Ellenbogen auspacken. Ich gebe ganz klar zu, ich bin nicht immer ehrlich vor meinen Spielern. Mhm. Ja, da gibt es auch mal die eine oder andere Notlüge. Wenn sie mir eine Frage stellen, weiß ich manchmal keine Antwort. Mhm. So, ich muss aber, und das ist dann wieder die wahrgenommene Kompetenz, das ist meine Pflicht als Trainer, eine gewisse Sicherheit auszustrahlen, eine gewisse Ruhe, weil die überträgt sich auf 11 Spieler, die auf dem Platz sind, plus die, die auf der Bank sind, die zuhören. Und wenn ich eine Antwort nicht weiß, kann ich entweder sagen, ich weiß die Antwort nicht, gut, dann gehen aber auch alle raus in den 45 Minuten und denken, das wird jetzt, probieren wir mal. Oder ich verkaufe es anders, anhand meiner Werte, dann sage ich, ich bin mir dessen bewusst, ich bin da klar, habe aber eine andere Antwort drauf. Mhm. Ja, und reagiere auf die andere. Oder auf die Situation anders. Und wenn du das anhand deiner Werte noch verkaufen kannst, natürlich gibt es unter Klarheit noch kleine weitere, wie so ein Netzwerk oder ein Geflecht, dann ist es, macht das Ganze auch Sinn. Aber immer wieder, deswegen meine ich das mit den Rollen. Mhm. Welcher Rolle bin ich? Welcher Wert ist dafür auch wichtig? Mhm. Verschiedene Rollen, verschiedene Werte sind einfach wichtiger oder nicht ganz so wichtig. Ja. Und das gibt mir eine enorme Sicherheit. Ja, absolut. Ich finde, da bist du auch voll im Thema Leadership mit drin. Gerade wenn du vor deiner Mannschaft stehst. Ich mache es zum Beispiel bei mir so, dass ich mich dann frage, ist das, was ich jetzt sage, dienlich für die Mannschaft oder nicht? Ja. Und dass es dann eben nicht darum geht, ob ich das jetzt weiß oder nicht, sondern was ist dienlich, was bringt die jetzt weiter? Und ich glaube, die Frage müssen wir uns ganz oft stellen, sobald wir mit Menschen zu tun haben und in Führungspositionen sind oder als Leader vorangehen, bringt das, was ich jetzt mache, die Menschen voran oder nicht? Ja. Gibt es ein ganz tolles Buch, Does It Make the Boat Go Faster? Make the Boat Go Faster, da müssen wir unbedingt die Show Notes machen, muss ich auch lesen. Ja. Und da geht es um den britischen Achter im Ruder, die immer wieder auch kleine Erfolge gefeiert haben, dann sind sie mal komplett abgerutscht und haben einfach immer gedacht, ey, wir sind so gut eigentlich, wir ist auch das Prestige dahinter und das Buch gelesen und die haben wirklich sehr viel, die haben alles untersucht, und selbst die Art und Weise, wie sie frühstücken. Mhm. Ja, bei Fußballern ist es auch so, frühstückt man gemeinsam, frühstückt man jeder für sich und es gibt eben eine Zeit, in der sie frühstücken müssen, das ist immer individuell. Musst du das anpassen. Auch da gibt es keine Schablone. Für die Mannschaft, für eine Mannschaft ist es wichtiger, zusammen zu frühstücken. Für die andere ist es eben, macht, was ihr wollt. Ja, es sind viele Individualisten, aber die das können auf dem Platz, sich in ein Team zu integrieren. Andere brauchen diese Sicherheit vorher. Mhm. Ja, und dieses Buch, Does It Make the Boat Go Faster, hilft enorm, einfach zu reflektieren in der eigenen Situation. Erstmal sich selbst. Mhm. Und das ist eigentlich eine Frage, die ich mir natürlich im Fußball hauptsächlich ja immer wieder stelle, weil ich verbringe die meiste Zeit im Fußball oder in der Familie, does it make the boat go faster? Mhm. Und automatisch holst du dich schon wieder aus deiner Situation ja raus, du schaust auf dich selbst und hast einen Ticken weniger Emotion drin und bist daran interessiert, dass das Boot wieder schneller geht. Sehr geil. Ja, also ich finde, da war schon wahnsinnig viel drin, was wir rausziehen können an Input. Und Erfahrung, Wahnsinn. Ich habe jetzt am Schluss noch ein paar Heldenfragen für dich. Bist du bereit? Ja, natürlich. Was ist Mut für dich? Was ist Mut für mich? Eine Entscheidung zu treffen. Mhm. So, und das ist ein Thema, das mich immer wieder auch einholt. Auch hier bin ich ganz ehrlich, ich habe lange keine Entscheidung getroffen. Es wird besser. auch hier, nobody's perfect. Ja. Ich weiß, ich mache gute Arbeit, ich liefere gute Arbeit ab, ich
bin cool. Definitiv bist du cool, sonst wärst du gar nicht bei unserem Podcast. Aber auch, ich habe natürlich Fehler, ja, und irgendwas, was nicht funktioniert. Und das Thema Entscheidung ist ein Thema, ja, also meine Frau fragen. Dann machen wir das nächste Mal, können wir die auch mal im Podcast haben. Ja. Und deswegen ist eben gerade das Mut verbinde ich mit Entscheidungen treffen. Mhm. Ne? Einfach zu sagen, ja, ich treffe eine Entscheidung, es kann gut sein, es kann aber auch mal in die Hose gehen. Ja. Ich lerne wieder draus. Sehr gut. Wer ist ein Held für dich in deinem Leben? Ich will jetzt nicht sentimental werden, aber es ist meine Tochter. Mhm. Meine Tochter, weil sie... Du darfst sentimental werden, das ist voll okay bei uns. Ja, jeder hätte jetzt gedacht, ich haue jetzt irgendeinen Namen raus von einem, ja, beispielsweise José Mourinho oder Mama oder Papa oder wie auch immer. Nee, ist meine Tochter, weil sie sehr mutig ist, sie trifft immer wieder Entscheidungen, sie hat noch nicht dieses Bewusstsein, was alles passieren kann. Sie macht einfach. Mhm. Und es ist bei ganz vielen Coaches immer wieder auch das Thema Kinder. Mhm. Schaut sie euch an, sie machen einfach, sie treffen Entscheidungen, sie gehen rein. So, dann wird geweint, dann ist es aber auch mal fünf Minuten später wieder vergessen. Ja. Genau deswegen ist sie meine Heldin, weil das ist eine ganz tolle Persönlichkeit, die viele Entscheidungen trifft. Mhm. Das ist auch schön. Mhm. Ja. Und toll damit umgeht. Ja. Ja, und immer wieder schön, auch abends, also wenn ich abends mein Journal schreibe und was ist so am Tag passiert, sie kommt jeden Tag drin vor. Mhm. Ja, schön. Weil ich auch daraus lerne. Sehr geil. Die wichtigste Erfahrung oder Erkenntnis in deinem Leben? Jetzt komme ich wieder zu dem Mut zurück. Die Erkenntnis war genau das, sei mutig, triff Entscheidungen. Mhm. Die wichtigste Entscheidung war, dem Profifußball als Spieler eben den Rücken zu kehren. Mhm. Da freue ich mich, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Mhm. Es gab dann auch andere Situationen. Also auch da haben wir im Vorfeld ja schon mal gesprochen. Es war... musste dann eine Zeit mitmachen, eben als ich Abteilungsleiter war mit einem Burnout und meine Partnerin war im siebten Monat schwanger und du bekommst am nächsten Tag sogar die Kündigung. Ja. Ja, und dann stehst du da und denkst dir, boah, fuck, was mache ich jetzt? Das ist eine wichtige Erfahrung, alles cool. Die Entscheidung wurde mir aber abgenommen und deswegen bin ich gar nicht so stolz drauf, sondern im Nachhinein hätte ich die Entscheidung treffen müssen und hätte kündigen müssen. Ja, also es ist eine, ihr habt ja auch eine Teilschuld an dem Ganzen. Und einfach das so ins rechte Licht zu rücken, hilft dir schon mal. Aber auch da jemand anders hat die Entscheidung getroffen, deswegen war das der entscheidende Moment für mich auch, um in den Prozess des Nachdenkens und an der Persönlichkeit zu arbeiten. Ja, aber du hast ja, also war halt vielleicht jemand anders die Entscheidung getroffen, aber letztendlich... Deine Persönlichkeit hat es ja vielleicht ein Stück weit dahin geführt in diesem Prozess, weißt du, was ich genau, meine? Ja. Und du hast danach die Entscheidung getroffen, ja wieder aufzustehen. Ja, das war ein ganz wichtiger Punkt. Eben. Viele haben ja sehr lange ein Problem mit oder eine Herausforderung, wie man hier mal sagt. wenn du eben Burnout hast und es ist eine... Am nächsten Tag habe ich mich schon freier gefühlt, weil ich... frei war, in Anführungszeichen. Frei ist für mich, wenn du einfach frei denken kannst, wenn du deine eigenen Gedanken freien Lauf lassen kannst und du wirst eben nicht bestimmt von zu viel externen Input, ne? Und zu viel externen Druck. Mhm. Und deswegen habe ich mich da frei gefühlt und auf einmal ging auch das Sportmachen wieder deutlich leichter und habe dann die Entscheidung getroffen, mich extrem mit diesem Thema zu beschäftigen, des Einzeltrainings, Mentaltraining ist ein Baustein davon, aber hauptsächlich dieses Wort Kompetenz, was ist das überhaupt? Mhm. Ja, wir sind in Deutschland sehr fachkompetenzlastig, wir müssen alles immer am besten können und vergessen aber immer wieder, dass wir es trotzdem immer Leuten verkaufen müssen. Mhm. Also wir müssen, irgendeinem müssen wir ja das nahelegen und nahebringen und also da auch immer wieder dran zu arbeiten, wie bin ich überhaupt, wie bringe ich es rüber, Fachkompetenz und wahrgenommene Kompetenz, wie kommt es auch an, wie kommt es bei meinem Chef an, was ich für eine Arbeit mache. Ja. Ja? Also eine ganz lustige Geschichte war, dass ein Spieler
genau wusste, wann der Trainer morgens immer im Kraftraum vorbeilief. Ja? Ja. Sondern er ist 5 Minuten vorher in den Kraftraum rein, hat gepumpt wie ein Stier und war da echt maximal 10 Minuten in diesem Kraftraum. Mhm. Ja? Und der Trainer hat gesagt, der ist unfassbar, der arbeitet jeden Tag im Kraftraum, der ist echt eine Maschine. Mhm. Und alle anderen, die halt wirklich eine Stunde da drin verbracht haben, die wurden aber leider nicht so oft gesehen. Ne? Und ist ein bisschen manipulativ, ja, klar, aber der Junge hat gewusst, wie es funktioniert. Mhm. Die 10 Minuten aufs Jahr hochgerechnet ist immer noch gut, ja, dass er ein bisschen was gemacht hat. aber eben genau dieses Wissen zu haben, diese Kompetenz zu haben, wie muss ich auch gewisse Bausteine aneinander reihen, dass es passt. Ja, absolut. Ja, ist ja auch clever. Genau. Manchmal sich selber ein bisschen verarscht, weil wir jeden Tag eine halbe Stunde gehen, wäre ja auch super. Das ist richtig, aber bevor du halt gar nichts machst, ja, dann lieber die 10 Minuten. Das stimmt. Ja, da hat man es ja auch wirklich schon immer wieder dran, ne? Dass ja. man dann sagt, boah, man nimmt sich immer dann zu viel vor. Ja, zu sagen, oh, jetzt muss ich eine Stunde dann eben abzwacken. Nee. Dann geh in der Mittagspause, geh spazieren, mach von mir aus nur 20 Liegestütze. In diesem. Ja, das ist ein paar Sekunden gemacht, wenn du jeden Tag 20 Liegestütze machst. Oh yes. Hut ab, da hast du echt einen Körper irgendwann dran. Ja, Notiz an mich. Jeden Tag 20 Liegestütze. Ja, also genau, eben so kleine Sachen, aber eben die Kontinuität, ja. Ja, immer wieder konstant zu sein und das einfach durchzuziehen. Ja, so eine eigene Routine auch zu haben. Ja, sehr geil. Allerletzte Frage ja. in unserem Heldenzeit-Podcast. Ja. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Welt verändern? Was Leichtes zum Schluss? Ganz ehrlich, es gibt sehr viele tolle Dinge, es gibt sehr viele, was man natürlich optimieren kann. Ich bin froh, so wie es ist. Mhm. Das ist toll. Ich will gar nichts verändern. Also im Sinne von, wenn ich mir es wünschen könnte, ich will als Person was verändern, dass das immer weitergetragen wird an die Spieler. Die Spieler geben es an ihre Familien wieder weiter, mhm. ja, oder an ihre Kinder. Und wenn das der Anstoß ist, dafür meine Arbeit, dass es insgesamt dazu beiträgt, dass man bewusster, klarer mhm. mit sich umgeht, kompetenter mit sich selbst umgeht, ja. dann ist das schon ein großer Ding. Aber ein Wunsch wäre mir jetzt tatsächlich zu einfach. Ich möchte gerne dafür arbeiten. Gut. Ja, dann halten wir das doch gerade mal so fest und wer den Sebastian da unterstützen möchte, beziehungsweise Kontakt mit ihm aufnehmen möchte, habt ihr jetzt mitbekommen, was für ein cooler Kerl das ist, dann gerne über Instagram. Wie gesagt, wir machen es unten rein, genauso wie die Buchempfehlung. Und mega, dass ihr noch am Start seid und hier zuguckt und zuhört. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet uns sehr, sehr gerne bei iTunes. Abonniert uns gerne und vergesst nie, ihr seid der Held eurer eigenen Geschichte. Bis ganz bald. Bye bye. Danke für deine Zeit. Ja, dank dir. Hat Spaß gemacht. War ein Knaller.